Guten Morgen. Ich habe euch ja annonciert, dass ich, so denn es auch weiter von euch gewünscht und auch von Interesse ist, ich immer mal wahrscheinlich monatlich euch so einen kleinen Einblick gebe, wie der Umstieg von einem monetär orientierten auf einem idealen fußenden Berufsleben vonstatten geht und wie und ob ja, sich das Projekt eine bessere Welt durch bewusstere Menschen realistisch umsetzen lässt und mit welchen Problemen ich im Alltag auch zu kämpfen habe. Und dazu habe ich für euch die Information, was ich derzeit mit meinem Online-Auftritt bei YouTube inklusive der Reflinks und der Patreon-Einnahmen verdiene. Und das möchte ich euch heute alles in diesem Video sagen. Ich halte gar nichts von dem Ausspruch generell, über Geld spricht man nicht. Ich möchte offen mit euch umgehen und wirklich einen realen Mehrwert liefern. Für die Leute, die mein Video anschauen, sie sollen wirklich was erfahren und keine Fassade oder irgendwelche, ja, eine Scheinwelt kennenlernen, und, sondern wir euch wirklich die knallharten Fakten eines idealismusorientierten Lebensstils aufzeigen. Zumal ich bisher auch sehr, sehr gute Erfahrungen mit dieser gnadenlosen Offenheit bei YouTube gemacht habe. Der eine von, oder andere von euch vielleicht nicht so, ich erinnere da an mein Morgenroutine-Video. Aber ja. Es gibt genug Menschen, und die offensichtlich angewidert sich zurückziehen, wenn ich ehrlich sage, was mir durch den Kopf geht, oder ehrlich sage, was abgeht, ne? Aber es ist dann einfach so. Und da müssen Sie sich einen anderen Kanal suchen. So einfach ist das. So, ja, und ich bin auch Mensch, der offen zu seinen Fehlern steht und auch Schwächen hat und das auch immer mal durchscheint. Und ja, also ich verkörper auch kein Ideal, sondern ich bin Mensch. Und das ist auch das, wo ich der Meinung bin. Was wichtig ist, was wirklich wichtig ist. Aber ich scheue mich da auch nicht, das zur Schau zu stellen, und das ist aus dem Grunde, weil es einfach dazugehört. Natürlich ist es nicht massentauglich, weil man da unendlich viele unendlich große Angriffsfläche bietet. Aber ich bin gefestigt genug, um ja, eben auch der Prellbock für viele Menschen zu sein, die durch persönliche Beleidigungen und Frust ablassen, ja, sich einfach dann auch besser fühlen können, da sie im Endeffekt noch kein anderes Ventil im Leben gefunden haben, als dann sozusagen mich auf meinem Kanal zu beleidigen. Ich ermuntere sogar euch dazu, mich persönlich zu beleidigen und ja, und euch zu entspannen. Ich wünsche mir, dass ihr euch wirklich ebenso offen in meinen Gegenwart entfalten könnt, wie ich das auch bei euch tue. Ich habe ja schon etliche Leute, und deswegen wünsche ich mir das auch, auf meinem Kanal, die über die persönliche Beleidigung von mir zu mir gefunden haben und jetzt treue Zuschauer sind, die sich auch wirklich produktiv einbringen und ja, und entsprechend sich auch selber Inspiration aus meinen Videos holen. Ja, einfach hinter die Fassade schauen, Worten und Emotionen keine exorbitante Bedeutung beimessen, die, ja, die öffentlich gemacht werden, sondern wirklich den Menschen sehen. Das ist das, wofür ich stehe und was ich auch vermitteln möchte. Bewusst Mensch und füreinander Dasein. Nichts geht über Herzenswärme und ein respektvolles Miteinander. Das ist das, was ich fördern möchte. Und das ist mein Ideal. Natürlich ist es schwer, immer den Geschmack der mittlerweile 2.500 Menschen zu bedienen. Vollkommen normal. Und jeder muss auch woanders, ja, ist an einem anderen Punkt. Und ja. Wird mal angesprochen von meinen Videos, wird gelangweilt von meinen Videos, abonniert mich oder deabonniert mich mal, und das ist alles ganz normal. Das ist aufgrund auch dieser unendlichen Vielfalt der Menschen auch wirklich absolut für mich nachzuvollziehen. Aber die Vielzahl der positiven Rückmeldungen, die mir eben zeigen, dass ich tatsächlich von meiner Küche aus die Menschen erreiche und bewusst Impulse setzen kann, die treiben mich einfach an, absolut. Ja, was hat sich nun im ersten Monat meines Lebens als YouTuber und Weltverbesserer getan? Zum einen sind da die Zahlen unserer Videoaufrufe und der Zeit, die sozusagen wir mit den Videos verbringen. Ich sage extra wir, weil ich meine Videos auch anschaue. Und ja, und damit sind sie durchaus ein Indikator für mich, ja, ob meine Gedanken gehört werden. Gerade da nur ein Bruchteil der Zuschauer kommentiert oder die Daumenfunktion nutzt und mir da ein Feedback gibt, nochmal da explizit immer ein herzliches Dankeschön. Ich weiß das wirklich zu schätzen an alle diejenigen, die wirklich kontinuierlich oder auch mal sporadisch ja, entsprechend ja, einen Daumen geben oder kommentieren. Eben dann sind die Aufrufzahlen eine Zahl, die ich mir da besonders genau anschaue. Ja, gerade weil ich auch den Traum habe, mit dieser Arbeit auch irgendwann meine 800-900 Euro zu verdienen, die ich dann irgendwann brauche zum Überleben. Und da ja die Aufrufe, die direkt die Werbeeinnahmen generieren von YouTube, zu denen wir nachher noch kommen, ja, sind sie damit eigentlich auch die wichtigste Kennzahl dieser YouTube Analytics Kennzahlen. In den letzten 90 Tagen habe ich durchschnittlich pro Tag
1563 Aufrufe generiert. Für die meisten von euch, gerade den Nicht-YouTubern, ist das so eine nicht greifbare Zahl. Da haben wir ein paar Vergleiche zu anderen Kanälen, wo ich und eventuell auch ihr auch rumsurft und die auch regelmäßig Videos posten, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, ja, wie viel wir eigentlich schon an täglichen Aufrufen hier auf diesem Kanal generieren. Also wir generieren derzeit 1563 Aufrufe. Lars und Alexander von Ruhr Energie generieren täglich 6500 Aufrufe. Also gut, das Vierfache. Robert Gladitz und sein tägliches Business 1x1 ein Stück weniger mit 1510 Aufrufen pro Tag. In den letzten 90 Tagen immer wohlgemerkt ist der Schnitt. Vegan Feeling 1117 und der High Carb Christian, den ich auch sehr gerne schaue, mit 693. Und das alleine finde ich schon nach einem Jahr schon äußerst bemerkenswert. Aber was mich viel, viel mehr beeindruckt, und das kommt jetzt, das ist, ja, das seid letztlich ihr, und zwar die Abonnenten. Es gibt eine Kennzahl, die für mich einen hohen ideellen Wert hat, und das ist die echte Bindung und das echte Interesse an dem YouTube-Kanal und dessen Videos, und zwar von den Abonnenten. Das ist nämlich der Quotient von Abonnent zu den Aufrufen. Und das bedeutet, zu wie viel Prozent generiert ein Abonnent von dem jetzigen Kanal auch einen Aufruf. Wie stark ist also sein echtes Interesse an dem Kanal und an dem Video? Auch da ein paar Vergleichswerte. Immer ausgehend von den letzten 90 Tagen jetzt berechnet. WarFuture 19% Wahrscheinlichkeit, dass ein Abonnent auch einen Aufruf generiert. High Carb Christian 24%, Silke Leopold 27%, Robert Gladitz 32%, echtes Interesse an seinem Kanal und seinen täglichen Videos, Nikolai Günther 35%, Vegan Power Girl und ihrer täglichen Inspiration 43%. Und dann habe ich nochmal zwei der besten internationalen veganen Kanäle noch dazu genommen, und zwar Freely the Banana Girl, ähnlich wie Vegan Power Girl, 45%, echtes Interesse, und dann gibt es noch den sehr charismatischen Dorian Ryder mit 63%. Echten Interesse seitens der Abonnenten an seinen täglichen Videos. Ja, und dann gibt es noch unseren Kanal und die Videos, die ich mache. Und da sind wir bei 64%. Und ganz ehrlich, da bin ich mega stolz drauf. Und klar, mein Ego auf mich, da brauchen wir gar nicht reden. Da kann ich mir locker in Serie einen runterholen. Das steht außer Frage. Aber mein Bewusstsein und das, was wirklich zählt, das ist stolz auf uns alle. Dass die Gesellschaft eine wirkliche Affinität zu bewussten Themen entwickelt, das hätte ich so nicht entwickelt. Ihr, meine Abonnenten, seid bezogen auf diesen Kanal die treuesten und die echtesten Abonnenten aller veganen Kanäle auf YouTube, die ich recherchiert habe zumindest. Vielleicht findet der ein oder andere Spielverderber noch einen Kanal, aber für mich, also alle die ich schaue, habe ich es nicht mehr. Und das zeigt einmal mehr, wenn man selber echt authentisch und offen ist, dann öffnen sich die Menschen gegenüber einen auch, und das bestätigt einmal mehr meine Theorie, dass man mit Liebe, mit Respekt und mit Demut die Menschen auf eine neue geistige Evolutionsstufe führen kann und mit nichts anderem. Ne? So, dann kommen wir zu den finanziellen Zahlen. Hier gibt es halt ja, irgendwann für mich, oder ja, für mich irgendwann so viel Geld zu generieren, dass ich dauerhaft davon leben kann. Und wenn das erreicht ist, dann tue ich das Geld auch, mein Traum halt, so eine Begegnungsstätte irgendwie oder für Treffen oder andere Dinge zu organisieren, um eben immer meine Ideale voranzutreiben. Aber erstmal, das erste Ziel ist ganz klar genug Essen und Dach über den Kopf. Meine Einnahmen setzen sich zusammen aus YouTube Werbeeinnahmen, also wie oft ihr auf diese Werbung klickt, die Banner oder die Vorschaltwerbung. Und das ist das eine, dann aus den Affiliate Einnahmen, das bedeutet, wenn ihr auf die Produktlinks in der Infobox klickt und innerhalb von 24 Stunden, ich glaube früher waren es 48, aber egal, und dann innerhalb von einer gewissen Zeit dann irgendwas in dem entsprechenden Shop, meistens ist es Amazon bei mir, kauft, unabhängig davon, ob jetzt das angeklickte Produkt dabei ist oder nicht, das macht da keinen Unterschied, dann bekomme ich von eurem, was ihr kauft, 1,5% des Kaufpreises. Ihr bezahlt natürlich nicht mehr, wisst aber alles, brauche ich nicht erzählen. Und dann gibt es noch die Patreon Einnahmen, das sind die Menschen, die sich bewusst dafür entscheiden und meine Ideale mit einem bestimmten monatlichen Beitrag zu unterstützen, also richtig wirklich Geld quasi bezahlen, was natürlich jederzeit kündbar ist logischerweise. Da nur noch der Hinweis, natürlich könnt ihr ganz einfach, und das wird auch schon von zwei Leuten auch so gehandhabt, direkt einen Dauerauftrag machen auf mein Konto, und ihr müsst jetzt nicht über die Webseite Patreon gehen, weil euch das in irgendeiner Weise missfällt oder Angst wegen eurem Daten habt oder sowas. Also das ist das geringste Problem. Das sind die drei Standbeine meiner Einnahmen. Ja, so dass jeder, der den Wunsch hat, mich zu unterstützen, dies tun kann. Angefangen von einem ganz simplen, einsekündigen Klick, vor dem ich sehr, sehr dankbar bin. Genauso bis zu einer monatlichen Spende, wofür ich auch dankbar bin. Ja, und
Manche nennen es Energieausgleich. Ich finde den Begriff wirklich toll und er sorgt dafür, dass auch Menschen, die Probleme mit dem Thema Geld und dessen gesunden Umgang haben, sich aus diesem neurologischen Netz da befreien könnten und über den Umweg der Spiritualität dann doch einfach ganz simpel spenden können. Aber ich habe mich da von Anfang an, ich hatte die Option im Kopf, weil jetzt viele so schreiben, aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Dieses Geld, sozusagen über das über Patreon läuft, das ist ganz simpel eine Spende und eine Unterstützung meiner Arbeit. Und ja, wer so fest an seinem Geld hängt, dass es ihm wehtut, wenn er es als Spende deklarieren muss und nur damit leben kann, wenn es ein Energieausgleich ist, ja, dann soll er lieber nicht spenden, weil dann möchte ich das auch nicht haben. Bitte wirklich nur, und das sage ich auch allen, die sich bei mir melden und fragen und sagen, wenn ihr echt wirklich ein gutes, ein richtig gutes Gefühl dabei habt, mich zu unterstützen. Ansonsten bitte nicht. Wenn ihr nachdenken müsst, nicht. Ne? Wirklich nur, wenn ihr hundertprozentig überzeugt seid. Das nochmal ganz explizit gesagt. Ja, fühlt euch im Endeffekt wirklich bei allen Dingen, die ihr tut im Leben gut. Und das ändert auch nichts an dieser Sache. Ja, aber natürlich. Jeder Euro ist willkommen und das meine ich bitte wortwörtlich. Also ich sage das nur, weil einer sich entschuldigt hat, dass er nur ein Euro pro Monat spenden will und dass ihnen irgendwie zu wenig erscheint. Aber bitte löst euch von diesem falschen Stolz. Wenn jeder meiner Abonnenten wirklich einen Euro pro Monat spenden würde, dann habe ich weit mehr Geld, als ich zum Überleben bräuchte und brauche mir überhaupt keine Gedanken mehr über irgendwelche Bücher und Videokurse oder und so weiter zu machen, was alles sozusagen im Kopf rumschwirrt, wie man dann irgendwie das Leben sozusagen den Lebensunterhalt schaffen könnte, sondern kann einfach weiter als kostenlos anbieten. Ja, jedenfalls aus den drei Posten Werbung, diese Affiliate und Spenden habe ich jetzt in diesem Monat 270 Euro verdient und damit kann ich bereits meine Warmmiete bezahlen. Bei den Smoothie Man Auftritten verdiene ich ja ungefähr 5 bis 7 Euro pro 3-stündigen Arbeitseinsatz mit Fahrt und Auftritt in einer Grundschule. Den Link zum ersten Auftritt den findet ihr oben in den Infokarten. Derer waren 4 im Januar möglich. Das ist der Stand der Dinge aus finanzieller Sicht. Ich werde das jetzt weiter beobachten und wie sich das auch im Februar sozusagen weiterentwickelt und entsprechend dann eventuell auch irgendwann ja weitere Alternativen in Betracht ziehen, wie eben, dass ich ein Buch schreibe oder dass ich einen Videokurs mache oder eine Veranstaltung initiiere oder was auch immer. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass ich keine 80 Euro für den Videokurs oder 20 Euro für ein E-Book verlangen werde, sondern immer so kalkuliere, dass möglichst sehr sehr viele Menschen für einen sehr sehr geringen Preis etwas erwerben können. Ja, so ein geringer Preis mag nicht immer ökonomisch sinnvoll sein, aber wie gesagt, ja, ich folge Idealen und ich will irgendwann einfach nur davon leben können und auch dahinter einen Haken machen. Das ist ja eher sowas Lästiges, dass ich dann sozusagen Dach über den Kopf und Essen und mich dann eben voll dann auf das konzentriere, was ich will. Ne? Idealerweise würde ich halt komplett darauf verzichten, irgendwas potenziell irgendwann was zu verkaufen oder sonst was, weil ich weiß, ja, einige haben einfach kein Geld. So, und entsprechend, ja. Aber wir werden sehen, wohin die Reise führt. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Nein, andersrum. Ich erwarte von euch, dass ihr dafür Verständnis habt. Ja, absolut. Daher fühle ich mich auch, ja, auch nicht mehr so wohl aus diesem Geldzusammenhang weiter meine Coachings anzubieten, weil für den Einzelnen das einfach immer ein sehr sehr hoher Preis ist und ja, ich lieber doch die Zeit nutzen möchte, um möglichst wirklich viele Menschen mit diesen Videos zum Beispiel ja, ohne Geld zu informieren und auch zu inspirieren. Ja, fühlt sich einfach viel viel besser an und dahin soll ja auch die Reise gehen. Ne? Also daher auch donnerstags jetzt eigentlich regelmäßig das Angebot, mich anzurufen und ja, mit mir reden zu können. Ab um 8 jeden Donnerstag bin ich da und ihr könnt mit mir reden. So, das war es erstmal als Update für diejenigen, ja, die sich nicht nur die einzelnen Videos immer mal rauspicken, sondern sich für das Komplettpaket meines Lebens interessieren und eventuell auch mit dem Gedanken spielen, berufliche Risiken einzugehen und sich im Endeffekt neu zu orientieren, seinen Idealen zu folgen. Ne? Das ist ja ein großes Experiment für mich. Ja, also meine lieben, treuesten und ehrlichsten Abonnenten auf YouTube, ich verneige mich vor euch und wünsche euch ein tolles und wundervolles Wochenende. Und wenn ihr weiteres Interesse habt, ich habe gesagt, ich werde weiter offen und ehrlich auch dazu euch sagen, was ich verdiene und das weiter dieses Projekt Idealismus verfolgen offen halten. Wenn ihr das weiter wollt, dann gebt mir einen Daumen nach oben, zeigt mir, dass ihr das weiter möchtet, dass ihr diese Offenheit möchtet. Ansonsten beschränke ich das auf die Videos, die dem Idealismus dienen, aber tu halt nicht dieses dahinter quasi auch mal zeigen. Dafür sollte das Video heute ja, da sein und ich hoffe, ihr hattet Gefallen dran. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.